Lübcke bei der Attacke, die während einer Veranstaltung der eurokritischen Partei auf der Waldbühne im Bremer Bürgerpark stattfand, blieb er unverletzt. Aus Bremen meldet sich Cengiz Tahan. AfD-Parteichef Lucke steht auf einer kleinen Bühne im Bremer Bürgerpark. Während er eine Rede hält, stürmen mehrere Menschen die Bühne und stürzen sich auf Lucke. Dann haben wir die ganzen Oligarchen nicht mehr hier, die zurzeit ihr Schwarzgeld in... Der Angriff wurde auf einem Video festgehalten, das inzwischen im Internet kursiert. Darauf ist zu sehen, wie Lucke zu Boden geht. Die Angreifer rufen "Scheiß Nazi", versprühen Tränengas und flüchten. Im Publikum tumultartige Szenen. Viele husten, reiben sich die Augen. Die Polizei spricht von rund 20 Angreifern, teilweise vermummt. Manche hätten sich vorher in den Büschen rund um die Bühne versteckt und dann schlagartig die Veranstaltung überfallen. Kirsten Dambeek von der Bremer Polizei. Vor der Bühne wurde Reizgas versprüht durch die Störer, wie wir sie nennen. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Verletzt dahingehend, dass sie Augenreizungen und Atemwegsreizungen erlitten haben und vor Ort von einem Rettungswagen behandelt werden mussten. Alle konnten aber ambulant behandelt werden, sodass niemand in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Unter den insgesamt 16 Verletzten sind auch zwei Kinder im Alter von 7 und 11 Jahren. Der Überfall dauerte nur wenige Sekunden. Dann flüchten die Angreifer in den Wald. Einer von ihnen hat ein Messer in der Hand und verletzt ein Parteimitglied leicht an der Hand. Parteichef Lucke betritt nach kurzer Zeit wieder die Bühne. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das hat doch den Unterhaltungswert meiner Rede sehr erhöht, nicht wahr? Aber richtig mal was erlebt hier. Es ist nichts passiert, wie Sie sehen. Ich kann auch widersprechen. Ja, ich werde jetzt gleich weiterreden. Unter großem Polizeischutz kann Lucke seine Rede fortsetzen. In der Zwischenzeit konnte die Polizei drei Personen festnehmen. Sie sind zwischen 22 und 27 Jahre alt. Wir ordnen sie dem mutmaßlich linksautonomen Spektrum zu. Gegen einen von ihnen bestehen auch schon Erkenntnisse. Und bei den anderen dreien laufen die Auswertungen und Ermittlungen noch. Die vermutlich Linksextremen sind inzwischen wieder auf freiem Fuß. Gegen sie ermittelt die Bremer Staatsanwaltschaft wegen schwerem Landfriedensbruchs. Die Polizei nimmt den Angriff sehr ernst, erklärt aber auch, dass er so nicht erwartet wurde. Es gab keine Hinweise darauf, dass es zu solchen Störungen kommt. Vorher, darum haben wir uns natürlich vorher auch mit der Partei in Verbindung gesetzt und haben das für uns bewertet und haben ja auch Kräfte vorgehalten. Aber dass es zu einer solchen Störung kommt, war im Vorfeld nicht abzusehen. In einem Interview mit Radio Bremen zeigt sich AfD-Parteichef Lucke schockiert nach dem Angriff. Ich finde es eigentlich unerhört, nicht wahr, dass man in Deutschland noch nicht mal mehr eine friedliche Wahlkampfkundgebung machen kann, ohne dass man befürchten muss, dass Leute da kommen und gewalttätig werden. Ich glaube auch, dass wir diese Duldung der linksextremen Szene, die ja bei uns schon seit 30 Jahren immer wieder für Unruhe und Krawalle sorgt, dass wir da der viel offensiver gegenübertreten müssen. Schon länger beklagt die eurokritische Partei massive Behinderungen im Wahlkampf. Zwischenfälle habe es in mindestens 5 anderen Städten gegeben. Linke Antifa-Mitglieder werfen nach Medienberichten der Alternative für Deutschland vor, rechte Parolen zu vertreten und Neonazis zu schützen. Lucke wehrt sich dagegen. Es ist schon so, dass wir ja immer wieder in den Medien dargestellt worden sind als eine Partei, die angeblich Berührungspunkte zum rechten Rand hätte. Das ist heute genauso unwahr, wie das immer der Fall gewesen ist. Aber ich glaube, diese ständigen Verdächtigungen, denen wir da ausgesetzt worden sind, die haben schon wie eine Saat gewirkt, die jetzt ihre Früchte in diesem linksextremen Niveau trägt. Nach dem Angriff in Bremen sieht Lucke aber keinen Grund für Konsequenzen. Ich mache meinen Wahlkampf einfach weiter, sagt er. Die Bremer Polizei will bei solchen Veranstaltungen künftig noch genauer hinschauen, um solche Übergriffe in Zukunft zu verhindern. Aus Bremen berichtete Cengiz Tahan. Der wegen Korruption angeklagte frühere Chinesen